Ein Hartschalen-Uhrenkoffer für die Reise, für unterwegs, für 12 Euro, einschließlich Inlay. Kann das etwas sein? Ich hab's für euch getestet. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideo. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute soll es um einen Hartschalenkoffer für die Reise gehen, in den man die Uhren reinpacken kann, damit die gut geschützt sind und nichts drankommt. Im Uhrforum, Link unten in der Videobeschreibung, im Werbeforum gab es eine Diskussion, dass ein Uhrenkoffer für einen extrem günstigen Preis angeboten wurde, wo 3 Uhren reinkommen, einschließlich kleiner Kissen, wo man die Uhren aufspannen kann, Schaumstoff rundherum und das Ganze als eine Art Pedicase, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Pedicase und wahrscheinlich auch nicht die Qualität wie die B&W Outdoor Cases, die man beim Koffermarkt bekommt, aber sowas in der Art einfach. Ich war wahnsinnig neugierig, der Preis lag bei der eBay-Auktion unter 15 Euro. Ich habe einfach mal frech 12 geboten und habe den Koffer, die Transportbox, zu diesem Preis bekommen. Ich werde sie euch jetzt zeigen, damit ihr sehen könnt, was man für 12 Euro mit ein bisschen Glück und wenn sich die Gelegenheit ergibt, tatsächlich bekommen kann, was man erwarten kann und was man eben nicht erwarten kann. So, hier ist er also, der Koffer aus der eBay-Aktion von Konstantin Weiß. Man kann sehen, er ähnelt durchaus den bekannten Pelicase, hat auch hier die entsprechenden Ösen, um ein Schloss anbringen zu können, eine Schraube zum B- oder Entlüften. Ich muss aber ehrlich gestehen, mir hat sich der Sinn nie wirklich erschlossen, weil meine Koffer dieser Art auch nicht ins Wasser kommen, sondern nur zum stoßsicheren Transport der Boxen gedacht sind. Auch von der Rückseite her die typischen Bilder mit den doch relativ großen Kanten. Die durchgehenden Pinne hier hinten im Scharnier scheinen in der Tat massiv zu sein. Und das Ganze macht einen wirklich relativ stabilen Eindruck, sodass ich keine Bedenken hätte, diesen Koffer ins Auto zu legen und hätte auch wirklich keine Bedenken, wenn er mal von der Rückbank oder auf den Boden fällt oder im Kofferraum hin und her fällt. Ich glaube, dass dieser Koffer durchaus einiges aushält. Kommen wir mal zum Innenleben. Ihr habt gemerkt, hier ist schon der erste Unterschied zu den etwas teureren Koffern. Die Schnallen gehen doch sehr, sehr leicht auf, ohne dass man da viel Kraft aufwenden muss. Man kann es also locker mit einem Finger machen. Bei meinen anderen Koffern muss ich deutlich mehr Kraft aufwenden. Moment, ich hole mal einen und zeige es euch. Ja, wieder zurück. Das ist im Vergleich mein Pelicase 1500. Von vorne ganz ähnlich anzusehen. Von der Rückseite sieht man hier nur eine Strebe, wo man bei dem Konstantin Weiß Koffer 2 Streben hat. Aber insgesamt, wenn ich die so nebeneinander stelle, beziehungsweise so rum, so unterschiedlich sind die Koffer wirklich nicht. Der ist etwas flacher, der ist etwas höher. Die Struktur obendrauf sieht etwas anders aus. Aber alles in allem wirklich sehr in Ordnung, das Ganze. Was ich euch aber zeigen wollte, ist, wenn ich den Pedicase aufmache, brauche ich deutlich mehr Kraft, um ihn zu öffnen. Und wenn ich ihn schließe, kann man deutlich hören, da ist viel mehr Spannung drauf als auf diesem hier. Das ist der erste Unterschied, der mir aufgefallen ist, aber das finde ich nicht weiter tragisch. Zum Innenleben.
Ihr könnt sehen, es sind drei einzelne Kissen drin. Und die Einlage selber ist lose, ist also nicht weiter verklebt. Auch der Boden ist lose. Das kann man mögen oder auch nicht. Der Vorteil ist, man kann die Box auch anders verwenden, ohne irgendetwas rauskratzen zu müssen. Das Ganze ist relativ passgenau gearbeitet, aber ohne Unterspannung zu stehen. Er ist ziemlich weich. Ich kann das nochmal kurz zeigen hier. Also nicht so wie der Hartschaumstoff, wenn man sich die Sachen Maß anfertigen lässt, aber auch nicht so weich wie Würfelschaumstoff. Insofern passt das für mich alles. Die Kissen passen gut rein. Insoweit alles okay. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie das Ganze mit Uhren aussieht. Nehmen wir mal drei unterschiedliche Uhren. Einmal die SIN 903, einmal die U1, die ich ganz bewusst gewählt habe, wegen des Silikonbandes, um zu sehen, ob die Höhe passt und was die Flexibilität ausmacht. Und eine Uhr, die von den Ausmaßen her relativ groß ist, die stählerne Square G. Dadurch, dass die Kissen relativ weich sind, lassen sich die Uhren relativ bequem aufspannen. So, die Uhren sind im Kasten drin. Sie passen gut in den Kasten rein. Beim Verschließen merke ich jetzt, es ist ein leichter Widerstand da, aber das ist auch gut, damit die Uhren dann wackelfrei drin sitzen. Die Box geht zu. Es rappelt nicht, es klappert nicht. Alles in Ordnung. Jetzt kann man mit einigem Recht natürlich sagen, das sind nur drei Uhren, ich habe aber viel mehr. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Ich nehme euch jetzt einmal mit auf die Reise. Wie gesagt, es gibt eine Lösung, wenn man mehrere Uhren hat. Und diese Lösung kann dann so aussehen. Und mit 5x3, 15 Plätzen, ist sogar ein sehr langer Urlaub wirklich ausreichend abgesichert. Nein, Spaß gemacht. Ich denke, ein paar von diesen Boxen werden neue Besitzer finden auf einem Stammtisch oder einem Forumstreffen oder wie auch immer. Ich wollte euch nur zeigen, dass man tatsächlich für kleines Geld wirklich sehr ansehnliche Boxen bekommt. Und sofern es sich ergibt, werde ich auch über eine Langzeiterfahrung dieser Boxen berichten. Bis dahin, euer Watch Maxim.